Das sich Kleiden in Tweed liegt im Trend. Etikette und britischer Stil. Der jährliche Tweed Run ist das Event in London. Die Teilnehmerzahl hat sich in 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das ist Vintage und zugleich modern. Ich mag es einfach. Bei der Radtour durch das historische London spielt Schnelligkeit keine Rolle. Schließlich inszeniert man hier nicht nur einen Stoff, man zelebriert einen Lebensstil. Vor allem Harris Tweed, sogar als Babykleidung und Accessoire, ist hier stark vertreten. Bis Ende der 1960er Jahre lief die Produktion auf Hochtouren. Danach ging es bergab. Harris Tweed konnte mit Billigtextilien aus Fernost nicht mehr mithalten. Viele Bewohner mussten anderswo Arbeit finden. Erst in den 2000er Jahren kam die Trendwende mit neuen Aufträgen. Ein überraschender Großauftrag von Nike für Schuhe 2004 und von Chanel 2010 über jeweils rund 10.000 Meter Stoff machten Donald John zum Star unter den Webern und den Wollstoff wieder populär. Die Nachfrage stieg deutlich. Die Weber hatten wieder Arbeit. Großbritannien ist Hauptabnehmer für klassische Sakkos und Innenausstattungen. Auch Japan mit einer Vorliebe für Accessoire in grellen und karierten Stoffen hat einen großen Anteil am Aufschwung von Harris Tweed. Auch das Interesse von Streetwear-Companies und der Einfluss einiger Pariser Modehäuser haben die Popularität enorm gesteigert. Fischgrät in Grau und Harris Tweed in Marineblau sind beliebte Stoffe. Auch das kräftige Türkis ist sehr gefragt. Darin erkennen die Kunden die blauen Lagunen der Insel. Dies ist unser Verkaufsschlager. Ich denke, es ist die Mischung aus Türkis, Aqua und dem Hauch von Kobaltblau. Diese vibrierenden Farben zusammen ergeben fast einen 3D-Effekt. Einmal pro Woche macht der Lastwagen von Harris Tweed Hebrides seine Runde. 150 Weber arbeiten für dieses Unternehmen. Mitarbeiter bringen neues Garn. Auf der Rolle sind die Längsfäden für 75 Meter Tweed. Dafür braucht Jackie etwa 14 Stunden und kann 268 Pfund, etwa 300 Euro, in Rechnung stellen. Tweed, der bereits fertig gewebt wurde, wird zur Endfertigung und Qualitätskontrolle gebracht. Alle fertig gewebten Stoffe werden in Spinnereien gewaschen und geglättet. Dies entfernt überflüssige Fette und schließt die Fasern. Der Stoff wird weicher. Jeder Meter wird einer peniblen Qualitätskontrolle unterzogen. Gerissene Fäden werden sofort per Hand vernäht. Aus Rohwolle entsteht hier auch das Garn. Das Besondere? Man färbt bereits die ungekämmte Wolle in 46 Grundfarben. Bis zu 8 verschiedene Grundfarben bilden nach exakten Rezepturen einen neuen Farbton. Für ein spezielles Braun werden 7 Farben gemischt und gekämmt. Und zu einem flauschigen Teppich gewalzt, aus dem das neue Garn gesponnen wird. Gerieben, gedreht und aufgewickelt, so entstehen die Garne für die Weberinnen der Tweed-Stoffe. Jeden Donnerstag kommt ein Mitarbeiter der Harris Tweed Authority, die über die Einhaltung der Regeln wacht. Nur einwandfreier Harris Tweed bekommt das Echtheitszertifikat. Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands.
Hier in der Queen Street befindet sich Stuart Christie, die älteste Maßschneiderei des Landes. Victoria Ray hat zusammen mit Daniel Fern vor 3 Jahren die fast 300 Jahre alte Institution übernommen. Stuart Christie arbeitet mit Harris Tweed, seit es Tweed gibt. Unsere Kunden waren Jäger und Haushälter, Grundbesitzer, Lords und Herzöge. Viele Leute verlangen nach Tweed, vor allem auf dem Land, denn er ist sehr rustikal und langlebig, fast so technisch wie Gore-Tex. Er enthält viele natürliche Öle. Er ist für schottisches Wetter geeignet, kann ebenso aber auch als eleganter Anzug getragen werden. Die traditionsbewussten Kunden bleiben ihrem Schneider treu. Bereits mehrere Generationen lassen sich bei Stuart Christie ihre Anzüge nähen. Auch die Uniformen für die schottischen Leibwächter der Queen stammen aus dem Traditionshaus. Victoria arbeitet gerne mit nicht-professionellen Models wie Tabby und ihrem Vater Mark, die als Harris Tweed Botschafter die Outfits auch im Alltag tragen. Wunderschön. Das wurde von Donald John gewebt. Es sind in etwa 8 Farben enthalten. Die Form ist perfekt. Die meisten Tweeds waren immer sehr traditionell. Ich versuche, dem Ganzen eine moderne Note zu geben. Viele Schnitte sind eher Modestücke, aber in traditionellem Stoff. Sie sehen gut aus, sehr stilvoll. Ich arbeite gerne mit 50er, 60er Schnitten. . 2009 wurden insgesamt 450.000 Meter Harris Tweed einfacher Breite gewebt. 2016 waren es 1,7 Millionen Meter, fast 4-mal so viel. Harris Tweed ist für die Weber der Insel wieder zu einer stabilen Einkommensquelle geworden.